So, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen, meine Herren. Falls Sie die Präsentation nicht sehen, dann sagen Sie mir, ich werde auf jeden Fall reagieren. Mein Name ist Hossein Askari, ich bin Geschäftsführer des Unternehmens ETIF GmbH und werde Ihnen heute ein Konzept vorstellen, eine Dienstleistung von uns vorstellen, dass Sie in der Lage sind, wie Sie demnächst die Krisen besser bewältigen. Wie Herr Feger gesagt hatte, wir hatten schon Gespräche vor der Pandemie und jetzt die Pandemie zeigt umso mehr, wie wichtig eine intelligente Lieferkette eigentlich ist. Kurz, wer ist im Management? Also Kollege von mir, Herr Dr. Heinzel, er ist Industrieökonom und spezialisiert auf digitale Märkte im Bereich und insbesondere Supply Chain. Der Kollege Herr Bartel ist auch Betriebswirt und ehemaliger McKinsey-Berater im Bereich Strategie und digitale Transformation. Der andere Herr mit ähnlicher Frisur wie ich, er ist sozusagen Hassan Asgari, ist auch zufälligerweise mein Bruder, Wirtschaftsinformatiker und meine Wenigkeit. Ich bin auch Unternehmer und gleichzeitig Dozent an der Hochschule Fresenius im Bereich Digital Management und Entrepreneurship. Wir beschäftigen uns sehr stark mit den Themen, die Innovation wie Blockchain, KI, insbesondere im Bereich der Industrie. Ich stelle Ihnen kurz das ETIF vor. Also zwei Themen werden wir mit diesem Konzept behandeln. Das eine Thema ist, wir wollen die gesamte Lieferkette, also komplette Lieferkette von Stahlherstellung bis zur Endverarbeitung digital abbilden, damit man intelligenter und besser reagieren kann. Damit schaffen wir zum ersten Mal, dass wir die Daten aus der gesamten Lieferkette vom Markt in Echtzeit sammeln können. Und diese Daten können wir in verschiedenen Art und Weise, die ich Ihnen also vorstellen kann, zur Verfügung stellen, damit Sie als Geschäftsführer oder Ihren zuständigen Manager im Bereich Supply Chain diese Daten direkt verwenden kann. Zweitens, was wir schaffen, ist, dass wir die Fälschungssicherheit ein Stück nach oben bringen, in dem Sinne, dass die Manipulation von Berufsbescheinigungen entgegenwirken und sozusagen für die Kunden und Händler die Möglichkeit besteht, immer die Zertifikate oder die entsprechenden Werkzeugnisse oder in meiner Sprache Berufsbescheinigungen, je nachdem, direkt in Echtzeit zu prüfen. Und last but not least, am Ende führt alles dazu, dass in solchen Themen wie jetzt, heute, wenn die Krise kommt, dass sie besser reagieren können. Was steht jetzt am Markt? Was brauchen die Endkunden? Interessante, wie ich gesagt habe, vor der Pandemie haben wir darüber gesprochen. Heute in verschiedenen Vorträgen haben wir über die Präsidentenwahl in Amerika gesprochen. Das ist auch ein Thema. Wir können natürlich vieles prognostizieren. Wir können von vielen Szenarien ausgehen. Aber dasjenige Unternehmen ist im Vorteil, das in Echtzeit sieht, direkt nach der Wahl, was passiert. Die Themen in der heutigen globalen Welt werden immer komplexer, immer miteinander viel, viel interagierender. Und derjenige, der schnell an Informationen kommt, was am Endmarkt passiert, hat den Vorteil. Also, wie ist heute der Fall? Normalerweise, also dieses Konzept ist anwendbar für alle Akteure im Stahlmarkt, das heißt Stahlrohrenprodukten, Stahlketten, sozusagen Flachprodukten oder blanke Stahl, alle möglichen. Aber hier sage ich Ihnen, wie das passiert. Heute, wenn Ihre Produkte, also angenommen, Sie sind Stahlhersteller, Ihre Produkte das Werkslager verlassen. Sie wissen ja wenig darüber, was genau damit passiert. Wo werden die hingeliefert? Was passiert? In welchen Bereichen werden die eingesetzt? In der Immobilienindustrie? Werden daraus Fenster gebaut? Wird das im Automobilbereich angewendet im Ausland? Das weiß man relativ wenig. Was wir schaffen, ist, dass wir durch die Digitalisierung und Anwendung von digitalen Zertifikaten, also Prüfbescheinigungen, diese gesamten Daten erstmal sammeln, also sämtliche Daten sammeln, diese Daten für Sie analysieren, aufbereiten und Ihnen als Geschäftsführer oder Entscheidungsträger im Bereich Produktion oder Supply Chain zur Verfügung stellen, damit Sie besser entscheiden, welches Produkt momentan nachgefragt wird und welches Produkt momentan nicht nachgefragt ist. Brauche ich jetzt momentan, ich habe immer in diesem Jahreszeitpunkt sozusagen angefangen, keine Ahnung, 2344 zu produzieren. Wie ist es nach der Pandemie? Wie ist es nach der US-Präsidentenwahl? Wird dieses Produkt jetzt in Brasilien nachgefragt?
oder ist es ein anderes Produkt, nein, von mir aus 2379 nachgefragt. Und genau diese Information werden wir Ihnen in Echtzeit zur Verfügung stellen. Und diese Informationen werden wir in verschiedenen Art und Weisen zur Verfügung stellen. Ich habe hier zwei Beispielarten mitgenommen. Also eine ist beispielsweise, dass Sie können ja hier wie die Baumstruktur, wie die Verteilung von meinem Produkt am Markt ist, in welchen Stückelungen, in welchen Chargenformen mein Produkt am Ende verkauft wird im Markt. Und die andere ist die geografische Verteilung. Wo befinden sich gerade meine Produkte? Werden die weiterhin weitergeliefert? Und vor allem, da haben wir jede möglichen Filterfunktionen nach Zeit, nach Region. Sie können auch Überlappung machen. Wie stark ist die Verteilungsbaum von beispielsweise 2344 und 2379? Gibt es Überlappungen? Es gab jetzt eine Marketingaktion. Habe ich dort mehr verkauft in dieser Region? Es habe eine neue Distribution aufgebaut. Habe ich mehr verkauft dort? Bessere Informationen habe ich auf jeden Fall durch dieses System. Wie das System funktioniert, werde ich Ihnen auf jeden Fall erklären. Nur ganz wichtig, Digitalisierung ist gut, aber Digitalisierung muss auch funktionieren. Deswegen, für uns war wichtig, das System, das wir zu Ihnen anbieten, auf jeden Fall ERP-unabhängig ist. Das heißt, sei es Sie verwenden SAP in Ihrem Unternehmen oder anderen ERP-Systeme, können Sie unabhängig davon unser System nutzen. Falls Sie später sagen, ja, das System ist so toll und ich möchte alles völlig automatisieren, können wir auf jeden Fall für Sie auch entsprechende Schnittstelle zur Verfügung stellen. Warum ERP unabhängig erstmal? Damit für Sie weniger Aufwand ist, erstmal das System zu implementieren. Wenn Sie sagen, das System ist super, dann können wir mit relativ wenig Aufwand eine Schnittstelle schaffen, damit alles vollständig automatisiert läuft. Dementsprechend ist das gesamte webbasiert, das heißt, Sie brauchen keine Software oder keine mobile Applikation anzuwenden und am Ende die Nutzung ist sehr intuitiv und einfach. Also, was wir damit schaffen erstmal, wir wollen, dass die Unternehmen auf die Marktveränderungen in negativem Sinne auf Krisen schneller reagieren, in dem Sinne schneller wissen, was am Endmarkt passiert. In dem Sinne, dann erheben wir Echtzeitdaten, dann gibt es eine kurze Reaktionszeit seitens Herstellern. Die Daten analysieren wir für Sie, strukturiert und vor allem vollständig. Dann können Sie eine bessere, validere, stärkere Planungssicherheit haben. Und last not but least, dann können Sie eine höhere Qualität, was die Lieferfähigkeit sozusagen von Ihrem Produkt an Ihren Händler oder Abnehmer angeht, zu bekommen. Und natürlich, wenn man jetzt eine bessere Lieferfähigkeit dem Kunden anbietet und ein Qualitätssicherungsmerkmal anbietet, dann hat man bessere Kundenbindung. Wie funktioniert? Die Funktionsweise ist, wie ich gesagt habe, die Anwendung von den normalen Prüfbescheinigungen in digitale Form. Und diese individualisierte digitale Prüfbescheinigungen am Ende dienen als sozusagen virtuelle Sensoren am Markt. Können Sie sich vorstellen, dass wie eine Banküberweisung, dasjenige, der Ihnen Bank, also Geld überweist, der hat ein IBAN-Konto und Sie haben auch ein IBAN-Konto, der überweist Ihnen das Geld. Und das funktioniert gleich ähnlich wie mit den Zertifikaten. Also, diese Zertifikate werden digital abgelegt, in dem Sinne, dass alle möglichen Informationen werden abgelesen und diese Zertifikate werden weitergegeben. In dem Sinne, dass alle Beteiligten sozusagen bei uns im System sogenannten ETIF-Nummer oder vergleichbar oder analog ein IBAN-Nummer bekommen. Ich fange hier an. Beispielsweise ein Stahlhersteller produziert einen Block Stahl und dann lädt dieses Zertifikat, Prüfbescheinigung, die Norm EN10204 lädt er hoch und dann erstellt das System automatisch ein digitales Zertifikat mit allen möglichen Daten. Also welche Menge ist das, welche chemische Analyse das hat, das wird alles von dem System abgelesen. Und wenn der Stahlhersteller dieses an einem Händler oder an einen Abnehmer weitergibt,
dann dieses Zertifikat muss man nicht kopieren oder per E-Mail als PDF-Datei schicken, sondern ins System gibt man ein, okay, von dem Stahlprodukt geht 6000 Kilo an dem Händler A oder an dem Händler B. Und dann Händler A oder Händler B direkt bekommt entsprechende digitale Zertifikat weiter in seinem Dashboard und auch gleichzeitig als Backup in seinem E-Mail-System. Und dieses Verfahren kann immer weitergegeben werden. Beispielsweise Händler A sagt, okay, jetzt von diesem 6.000 will ich 2.000 an Händler B weiterverkaufen, 4.000 Kilo möchte ich für mich behalten, das gleiche Verfahren geht weiter. Und Sie sehen ja hier, beispielsweise hier der Stahlhersteller hat dieses digitale Zertifikat hergestellt. Dieses digitale Zertifikat wurde an dem Händler B weiterverkauft. Wenn der Händler B weitergibt, dann das alte Zertifikat wird als ungültig erklärt und dann entstehen wieder zwei neue Zertifikate, sodass bei jeder Transaktion man genau nachschauen kann, wie die Transaktion gelaufen ist, beziehungsweise welche Mengen von welchem Produkt an wem weitergegeben worden ist. Dadurch schaffen wir auf jeden Fall einen interessanten Nebeneffekt, dass die Fälschungssicherheit deutlich besser ist als eine PDF-basierte, also rein PDF-basierte oder papierbasierte Prüfbescheinigung. In Praxis sieht es so aus, das ist eine typische Prüfbescheinigung oder Werkzeugnis. Sie sehen ja, man lädt das im System hoch als PDF-Datei und das System erkennt das sofort, dass es um eine Prüfbescheinigung sich dabei handelt und sozusagen folgende Daten werden darüber ergänzt. Also wenn der Kunde sich wünscht, kann sein Name eingeben, damit eine individualisierte Prüfbescheinigung in seinem Namen hergestellt werden. Der kann natürlich auch Kommentarfunktionen geben, in dem Sinne zu sagen, okay, neben der chemischen Analyse gibt es andere Informationen, beispielsweise Legierungseigenschaften, die ich zusätzlich brauche über dieses Stahlprodukt. Dann die Bearbeitungshistorie kann man auch zusätzlich eingeben. Ja, wurde dieses Stahlstück beispielsweise wärmebehandelt, nicht wärmebehandelt oder wo wurden von dem Produkt geschnitten? Also die Cut-Historie kann man eingeben und entsprechend bekommt man auch die aktuelle Abmessung, kann man auch eingeben. Das System erstellt automatisch einen sogenannten QR-Code. Das heißt, dieses QR-Code kann jeder mit seinem Smartphone ohne Anwendung von einer mobilen Applikation ablesen. Und das System zeigt in Echtzeit, ob dieses Zertifikat gültig ist und echt ist. Wenn einer sagt, ja, ich habe kein Smartphone und ich bin irgendwo im Ausland und trotzdem möchte ich bei einem kaufen, dann kann man diese 16-stellige ID bei uns im Internet eingeben und dann bekommt man direkt die Information, ob dieses Zertifikat gültig ist bzw. echt ist. Ganz, ganz wichtiges Thema CO2. Hier möchte ich klarstellen, das Thema grüner Stahl wird kommen oder muss kommen und dieses System direkt sozusagen als grünen Stahl Zertifikate hochzuladen und dann in den gesamten Ketten alle Abnehmer und Händler haben die entsprechende Sicherheit, dass es sich dabei um einen grünen Stahl handelt. Gleichzeitig, was wir heute ermöglichen, ist es, wenn eine in den gesamten Lieferkette, also sagen wir mal so Händler zweiten Grades, Händler dritten Grades, sagt, ich möchte aber ein CO2-neutrales Produkt haben. Das ist genauso wie bei Fluggesellschaften oder bei der Bahn, kann man entsprechendes CO2-Kompensationsaufschlag zahlen und dann ab dem Zeitpunkt ist sozusagen dieses Stahlprodukt dementsprechend auch CO2-neutral. Das heißt, diejenigen Stahlhersteller, die sagen, ja, irgendwann brauchen wir grünen Stahl, das ist eine optimale Anwendungsmöglichkeit. Und diejenigen, die Händler, die sagen, ja, aber ich möchte meinen Kunden ab jetzt CO2-neutralen Stahl zur Verfügung stellen, dann können die bei dem Erwerb entsprechende CO2-Kompensationsaufschlag zahlen und dann haben die auch CO2-neutralen Produkt. Genau, wie ich gesagt habe, entweder kann man dieses QR-Code direkt einscannen, man braucht keine Applikation, oder kann man dieses 16-stellige ID
in unserem Browser, also im Browser auf, bei uns auf der Webseite eingeben und dann weiß man, okay, dieses Zertifikat ist echt, beziehungsweise der Händler verfügt in der Tat über 6000 Kilo von diesem Stahl. Also Sie sehen ja hier ein Beispiel. Also dieses also Stahlerzeuger hat erstmal ein Zertifikat von 6000 Kilo erstellt, hochgeladen, nachdem das sozusagen dem Händler verkauft hat. Der Händler hat auch sein Zertifikat bekommen und jetzt kommt der Händler und sagt, ja, ich möchte einem Kunden 2000 Kilo von diesem 6000 Kilo Stahlblock verkaufen. Der verkauft das und dann zu dem Zeitpunkt, als Transaktion stattfindet, bekommt der Händler, also 4000 verkauft, dann bekommt der Endverarbeiter ein individualisiertes Zertifikat mit 4000 Kilo und der Händler bekommt ein neues Zertifikat für 2000 Kilo. Das heißt, wenn man jetzt dieses Zertifikat einscannt, dann sagt das System direkt, dass es sich dabei um ein ungültiges Zertifikat handelt. Und wenn man sein Zertifikat mit 2000 Kilo einscannt, dann hat man die Sicherheit, dass es sich dabei um ein echtes Zertifikat handelt und dieser Händler verfügt über 2 Tonnen von diesem Stahl und keine 6 Tonnen. Weil Sie wissen ja, passiert häufig, insbesondere im Ausland, dass andere gefälschte Produkte im Namen von den deutschen Herstellern verkauft werden. Also, ich möchte eine Sache hier erwähnen. Dieses System erleichtert den Stahlerzeugern enorm im Bereich Beschwerdenmanagement oder Reklamationsbearbeitung. Weil A, sehen Sie auf einer Seite, dass es eine starke, große Barriere steht, überhaupt ein gefälschtes Produkt in die Lieferkette zu verkaufen. Und falls ein Händler gefälschtes Produkt in Ihrem Namen verkauft, dann haben Sie eine ganz, ganz gute Möglichkeit, direkt in der gesamten Lieferkette zu erkennen, wo das passiert ist. Und dann können Sie diese Fehlerquelle direkt adressieren. Denn momentan mit diesen papierbasierten Zertifikaten ist es so, der Händler verkauft zwar 6000 Kilo an einem Kunden, aber der andere Kunde kommt und der sagt, ja, ich weiß nicht, ob du wirklich 6000 Kilo hast, der kann immer behaupten, ich habe in der Tat weitere 6000 Kilo von diesem Stahl, obwohl er das nicht hat oder die Waren aus anderen sozusagen Herstellern verkauft. Das vereinfacht auch das Leben von Händlern in dem Sinne, dass sie ihren Kunden gegenüber Vertrauen schaffen können und auch die Endverarbeiter haben auch sozusagen gute Möglichkeit, sicher zu sein, dass das gekaufte Ware nicht gefälscht ist. Hier habe ich auch ein Beispiel. Also die 6000 Kilo wurde von einem Stahlhersteller an einem Händler weitergegeben. Der Händler hat 2000 Kilo davon weitergegeben, 4000 Kilo behalten. Und dann der Händler zweiten Grades hat zum Beispiel 500 davon weitergegeben, 1500 behalten und so weiter und so fort. Wie Sie ja sehen, insgesamt in der gesamten Wertschöpfungskette oder in der gesamten Kette ist die Summe aller gültigen Zertifikate gleich Ausgangsposition. Natürlich und selbstverständlich werden auch, wenn die Stahlblöcke auch geschnitten werden, auch die entsprechenden Verluste auch mitberechnet. Was spannend ist, Sie sehen ja normalerweise in so einem Supply Chain, auf einer Seite, also normalerweise geht die Ware in eine Richtung, das Geld kommt in andere Richtung. Was wir hier mit unserem intelligenten Supply Chain Einsatz schaffen wollen, ist, dass die Information genauso wie das Geld sozusagen beim Hersteller landet und vor allem noch schneller in Echtzeit. Wie ist es heute? Also wenn der Stahlhersteller die Produkte an seine Werkslager geliefert hat, verfügt über die sämtliche Information. Also dieser volle Kreis bedeutet, dass man sämtliche Informationen hat, wie viel Produkt ich geliefert habe. Und nachdem das Produkt sozusagen das Werkslager verlässt, dann werden immer diese Informationen dünner und dünner und irgendwann weiß man nicht überhaupt, wohin die Produkte geliefert worden sind. Mit unserem System, wie Sie ja hier schauen, wollen wir, dass die Transaktioninformationen vollständig sind, dass die Stahlerzeuger direkt wissen, wie viele Produkte an welchen Regionen weitergegeben worden sind und vor allem
Das hilft enorm bei der Planung und vor allem beim Lagerbestandsmanagement. Soll ich genauso viel produzieren wie letztes Jahr? Jetzt ist es neue Präsidenten in Amerika, sei es Joe Biden, sei es Donald Trump. Was soll ich produzieren? Gibt es eine Änderung in der Türkei? Gibt es eine Änderung in der Brasilien? Also ich glaube, so eine heftige Krise wie Corona-Krise werden wir hoffentlich in den nächsten 5, 6 Jahren nicht haben, aber wir haben auf jeden Fall am Markt einige Änderungen, die zwangsläufig passieren. Und wenn wir wissen, was am Endmarkt passiert und welche Produkte am Endmarkt momentan nachgefragt werden und welche momentan nicht nachgefragt werden, hilft uns als Stahlerzeuger enorm, um die Planung besser und sicherer zu machen. Ja, die Frage wird kommen, ja, welche Daten werden erhoben? Es gibt zwei Sorten von Daten, die erhoben werden. Eine sind obligatorische Daten und die andere sind optionale Daten. Die obligatorischen Daten sind beispielsweise Datum der Transaktion, wann hat diese Transaktion stattgefunden und vor allem, in welcher Region hat das stattgefunden, beispielsweise war es in der Türkei, war es in der Brasilien, war es in Nordrhein-Westfalen und eine entsprechende Menge, also welche Menge von diesem Produkt wurde jetzt weiterverkauft und selbstverständlich, welches Produkt das war. Auf der anderen Seite gibt es optionale Daten, die die Endverarbeiter bzw. die Händler selber entscheiden, ob diese diese Daten eingeben. Dann sind sie Daten beispielsweise über Cut-Historie, Name, Bearbeitungshistorie und weitere gewünschte Informationen oder falls die Endverarbeiter oder Händler wollen auch ihre eigene individuell auf ihren Namen hergestellte Zertifikate haben. Dieses System hat jede Menge Features. Also ich würde, weil wir nicht so viel Zeit haben, über alle auf alles eingehen, aber auf jeden Fall ist es angepasst an die Bedürfnisse der Stahlindustrie. Das ist sozusagen integrierbar in ihren Systemen, falls sie ERP-Systeme haben. Wovon ich ausgehe, kann man unabhängig davon laufen lassen. Falls der Wunsch besteht, kann man auch die integrieren. Und ganz, ganz wichtig, ich habe extra hier grün markiert, irgendwann wird das Thema grüne Stahl Realität werden. Und wenn man heute sich darauf einstellt, weil das, Sie haben ja gehört, demnächst kommt auch Thema Lieferkettengesetz. Also heute, wenn man sich darauf einstellt, hat man die Information, wohin dieser grüne Stahl hingeschickt worden ist und vor allem, wenn die Kunden sagen, ja, ich habe zwar jetzt einen normalen Stahl, aber ich möchte als CO2-neutral zertifizieren zu lassen, dann hat man auch die Möglichkeit, mit dem entsprechenden Aufschlag das zu machen. Das Dashboard ist absolut user-friendly, ist sehr intuitiv und man hat verschiedene Darstellungsformen. Dieses System, wie gesagt, hilft enorm beim Unternehmen, die sagen, okay, jetzt kommt eine Änderung. Was soll ich momentan produzieren? Was soll ich nicht produzieren? Und ich habe hier ein Beispiel genommen. Was passiert, wenn man alleine seinen Lagerbestand um 5%, also wir reden hier von 5%, in einem Jahr verbessert? Wenn wir dieses System vor 3 Jahren implementiert hatten bei Ihnen, ja, dann könnten wir heute die Vorteile direkt nutzen. Dann könnten Sie direkt den Ausmaß von der Pandemie auf Ihre Produkte am Endmarkt direkt erkennen. Dann hätten Sie sagen können, ja, zwar ist es Prognose gut und schön, aber ich habe jetzt Daten, Fakten vollständig aus dem gesamten Markt und damit kann ich meine Produktion deutlich besser planen, als meine sozusagen auf irgendeine Prognose mich einzustellen. Selbstverständlich, Ihre Erfahrungswerte sind sehr, sehr voll, aber diese können Sie definitiv optimieren und verbessern, in dem Sinne, dass Sie Daten am Endmarkt haben. Und im Vergleich zu anderen Konkurrenten oder Wettbewerbern, die diese Daten nicht haben, dann sind Sie im Vorteil, wenn Sie über diese Daten verfügen. Also ich glaube, die entsprechende Geschäftsführer oder die entsprechende zuständige Supply Chain Manager würde einiges mit diesen Daten machen, vor allem wenn es um Marketing, Distribution und Optimierung angeht. Ich muss auch Ihnen eine Sache sagen: Man kann immer das optimieren, was man sieht, und solange Sie Ihre Lieferkette nicht digital und in Echtzeit sichtbar machen, dann können Sie wenig optimieren. Und hier in diesem Beispiel,
Ja, sehen Sie, das ist ein Beispiel, ja, alleine mit 5% oder 10% Optimierung, wie hoch das entsprechende Sparpotenzial ist. Das ist enorme, gigantische Sparpotenzial. Sie würden wahrscheinlich sagen, na ja, aber Herr Skerry, da müssen alle Leute mitmachen. Stimmt. Also alle Händler, wenn mitmachen, oder alle Endverarbeiter, wenn die mitmachen, ist es super. Aber es reicht, wenn alleine 5% am Anfang mitmachen. Dann irgendwann machen 10% mit, irgendwann machen 15% mit, irgendwann machen 20% mit. Lieber heute anfangen, anstatt in der, weil lieber heute anfangen und damit hoffen, dass 10% ihrer Kunden in einem Jahr dieses System nutzen, anstatt zu sagen, nein, ich mache das nicht. Und dann stehen sie in 3 Jahren genauso wie jetzt. Ja, hätte man vor 3 Jahren, okay, vor 3 Jahren gab es uns nicht am Markt, aber hätte man vor 3 Jahren uns beauftragt damit, dann wäre man heute deutlich weiter. Also es geht nicht darum, dass man von heute auf morgen die Erwartung hat, alle Kunden und alle Händler mitmachen, sondern es geht darum, dass man damit anfängt. Das ist ein Prozess und mit der Zeit werden sie deutlich mehr Daten sammeln und je mehr sie Daten sammeln, desto bessere und desto sichere Entscheidungen hinsichtlich ihrer Supply Chain Optimierung können Sie treffen. Wenn wir über die Sicherheit reden, dann Thema Datensicherheit bei uns ist absolut A und O, wird ganz groß geschrieben. Wir haben viele verschiedene Zertifikate, viele verschiedene Verfahren, was die Datensicherung angeht. Das heißt, wir verwenden nur Server in Deutschland, also das sind keine sogar europäische Server irgendwo in Irland, sondern nur deutschen Server. Und gleichzeitig achten wir extrem viel auf Schutz von Datenmissbrauch. Da haben wir viele Verfahren, Zwei-Faktor-Authentifizierung, selbstverständlich, wir sind auch europäisch, also DSGVO-konform. Und hier fällt ein Balken und da kann ich Ihnen sagen, warum. Weil wir auch jetzt mit TÜV Rheinland im Dialog sind, aber da noch immer das Zertifikat noch nicht ausgestellt worden. Wegen Corona hat sich alles verschoben. Das heißt, wir bemühen uns auch, wir sind auch im Dialog, dass wir sogar die entsprechende TÜV-Siegel von TÜV Rheinland zu bekommen. Dann komme ich, ich bin trotzdem viel gut in der Zeit, damit man ordentlich was essen kann. Hier möchte ich, das ist die letzte Folie, eine Sache sagen, welchen Vorteile Sie als Hersteller haben. Also Sie haben als Hersteller auf jeden Fall deutlich bessere Positionen im Vergleich zu Ihren Wettbewerbern. Sie haben deutlich bessere Beschwerdemanagement. Sie haben deutlich bessere Reaktionszeit auf die Marktveränderungen. Sie können Ihre Produktion, Lagerbestandmanagement deutlich besser machen, also deutlich besser gestalten, weil Sie über die Information verfügen. Dann haben Sie Planungssicherheit und vor allem Kundenbindung. Dann die Kunden, insbesondere falls Sie viel exportieren im Ausland, bestehen darauf, echte Produkte zu kaufen. Und alleine dadurch schaffen Sie deutlich weniger Beschwerden, die bei Ihnen im Jahr ankommen. Optimierungspotenziale, klar. Und vor allem dann können Sie auch Ihre Aktivitäten, Marketing- und Vertriebsaktivitäten direkt messen, objektiv, inwieweit das gebracht hat und vor allem in Echtzeit, nicht mit 6 Monaten Zeitverzögerung. Und vor allem haben Sie deutlich größere Kundenbindung, wenn die Kunden wissen, okay, die haben auch eine echte Ware gekauft. Also über Fälschungssicherheit brauchen wir nicht reden. Je weniger gefälschte Produkte in Ihrem Namen verkauft werden, desto mehr haben Sie natürlich auch Umsatz, das ist selbstverständlich. Die Händler, also vor der Pandemie hatte ich auch sozusagen die Ehre, mit Herrn Fege und Herrn Ellemann mich auseinanderzusetzen, auch mit vielen anderen Stahlhändlern. Und die sagen in der Tat, wenn Stahlerzeuger dieses System anbietet, nutzen wir das, weil wir haben eine bessere und sicherere Lieferfähigkeit, also Qualität, was und der Service betrifft. Wir haben bessere Überzeugung, also bessere Position hinsichtlich unserer Kunden und anderen Händler zu bezeugen, dass es sich dabei um echte Ware handelt, insbesondere wenn wir ins Ausland die Ware verschicken. Und haben wir auch eine bessere Branding, falls wir auch auf uns individualisierte, erstellte Zertifikate bekommen können. Und selbstverständlich auch viele Händler sagen, okay, das ist für uns auch eine tolle Sache durch dieses Dashboard. Durch dieses Zertifikatverwaltungssystem habe ich auch einen besseren Überblick, was ich überhaupt als Bestand im Lager habe. Und sozusagen damit kann ich auch ein paralleles Bestandmanagementsystem führen.
Die Datenverwaltung ist natürlich am einfachsten und bei dem Endverarbeiter ist es klar, die freuen sich über jegliche neuartige Zertifikate, die ihnen sichert, dass sie gefälschte Produkte nicht in ihren Händen gelegt haben. Die haben eine bessere Lieferfähigkeit, weil sie als Hersteller oder sie als Händler besser wissen, was genau am Endmarkt gefragt wird oder nicht gefragt wird. Sie haben von ungefähr 3 bis 6 Monaten Zeitvorsprung im Vergleich zu ihren Konkurrenten. Also das ist enorm viel Zeit. Also da muss man wirklich sagen, das ist enorm viel Zeitvorsprung, 6 Monate im Vergleich zu anderen Konkurrenten. Und die Endverarbeiter, die haben auch Vertrauen, die haben ja ihre individuelle Zertifikate, insbesondere beim grünen Stahl wird das Thema immer wichtiger. Und die Endverarbeiter haben auch viel enorme Erleichterung bei der Verwaltung der Zertifikate. Sie haben ein Dashboard, das ist alles abgesichert. Die müssen nicht alle möglichen Zertifikate drucken und in den Schrank ablegen. Und last but not least, die können die Sicherheit der Zertifikate direkt in Echtzeit auch prüfen. Ja, also damit bin ich am Ende von meinem Vortrag. Ich hoffe, dass ich das System kurz und knapp vorstellen könnte. Ich habe wirklich sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir vor der Mittagspause fertig sind, damit wir schnell zum Mittagessen gehen. Und ich stehe gerne bei Fragen zur Verfügung. Das ist Ihnen gelungen, Herr Dr. Askari. Vielen Dank. Ja. Interessante Sache. Vor dem Mittagessen haben wir aber sicherlich noch 3 bis 4 Minuten, falls wir denn Fragen haben hier im Plenum. Da haben wir die erste. Wie machen wir es mit dem Mikrofon? Kommt von hinten. Danke. Habe ich das richtig verstanden? Wenn ich als Stahlverarbeiter oder Hersteller ein Produkt an einen Händler vertreibe in der Größenordnung X und der dieses Produkt weiter absetzt, kriege ich die Informationen zurück, was abgesetzt worden ist, was angefragt worden ist. Genau, als Stahlerzeuger, ja. Wie sieht das denn aus, mit, wenn dieser Händler das gleiche Produkt bei einem anderen Lieferanten gekauft hat? Das heißt also, der hat eine Menge X bei mir gekauft und eine Menge Y bei jemand anders. Kriege ich auch diese Informationen zurück? Mhm. Und ist das Ganze compliance-konform? Das ist eine sehr gute Frage. Und was ist die Situation heute? Also man kann das machen. Also der eine Händler, der kauft beispielsweise 23,79, 6.000 Kilo von einem deutschen Stahlhersteller und dann kauft die gleiche Menge von einem anderen. Der kann heute relativ problemlos mit diesem einem Zertifikat dreifache Menge verkaufen. Mit unserem System können wir nicht hundertprozentig absichern, dass nicht passiert sowas. Aber wenn sowas einmal passiert, dann kann man das Problem lokalisieren, adressieren, damit sowas nicht nächstes Mal vorkommt. Also Sie haben komplett recht, alleine mit so einem digitalen Zertifikat kann man nicht sozusagen die Leute dazu verpflichten, nur echte Ware verkaufen. Aber wenn einmal sowas passiert und Beschwerde reinkommt, dann kann man genau auf den Punkt adressieren, wo und wann genau das stattgefunden hat, damit sowas nicht in Zukunft nochmal vorkommt. Gibt es weitere Fragen? Dann habe ich vielleicht noch eine. Wie kann ich mir das plastisch vorstellen? Ich bin jetzt Stahlverarbeiter, habe ein Produkt, sehe natürlich in der Prüfbescheinigung, virtuell, digital, wer der Hersteller ist. Sehe ich auch, über welche Zwischenhändler das Produkt gegangen ist? Das ist dem Händler überlassen. Wenn der Händler das nicht möchte, dann bekommt der Endverarbeiter nicht diese Information. Also es gibt 2 Arten von den Daten, also einmal die beispielsweise über welches Produkt sich handelt, Zeitpunkt der Transaktion. Alle restlichen Daten, die können die Stahlhändler oder Endverarbeiter bei sich optional eingeben oder nicht eingeben. Die können gleichzeitig sagen, ich möchte ein individualisiertes Zertifikat auf meinen Namen haben, aber ich möchte nicht, dass die Stahlhersteller weiß, dass ich das bin. Sie haben auch sogar diese Möglichkeit. Ja, das wird ja schon wieder ein bisschen der 10204 entgegenwirken, weil es ist ja eine Prüfbescheinigung des Herstellers. Also einen Hersteller rausnehmen ist schwierig. Nein, nicht Hersteller rausnehmen. Dass diese Daten, dass ich am Ende das gekauft habe, möchte ich nicht, dass der Hersteller das genau weiß. Da steht die Möglichkeit. Okay. Ja, noch eine Frage?
Keine Frage. Dann einen ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Bleiben Sie noch ein bisschen, essen Sie noch mit uns. Ja. Oder bleiben Sie den ganzen Tag und morgen auch. Vielen Dank, Herr Dr. Askari. Danke.